Ja, und da hat man es auch schon gehört im Hintergrund. Ich hoffe, mit dieser Musik kann man euch so ein bisschen abholen und ins Weihnachtsfeeling stoßen. Ich weiß, es ist dieses Jahr ein bisschen schwer, aber ich hoffe, dass ihr euch in irgendeiner Form wenigstens doch ein paar besinnliche, schöne Tage machen könnt. Und dafür haben wir uns alle, also die Supporter, die Projektleiter und auch Administratoren sowie meine Wenigkeit aus dem Discord überlegt, dass wir doch gerne mit euch ein Adventskalender-Gewinnspiel machen möchten. Und zwar haben wir viele Keys für Spiele und die wollen wir euch sozusagen täglich dann im Discord als Gewinnspiel ja, geben. Sprich, ihr könnt bei Gewinnspielen mitmachen auf dem Discord-Server, den ich euch unten in der Videobeschreibung verlinke. Das heißt, ihr müsst unten auf einen Link klicken, dann öffnet sich Discord, wenn ihr es habt. Das ist ein Chatprogramm, öffnet sich in einem Browser. Dort könnt ihr dann einen Account erstellen und joint einfach diesen Server von uns. Oder ihr habt das Programm bereits installiert. Es gibt eine Browser- und eine Programmversion. Und wenn ihr das Programm installiert habt, dann öffnet sich dieses und dann könnt ihr ebenfalls dem Server joinen. Dort könnt ihr dann mit der Community Zeit verbringen, mit euren Freunden spielen. Die könnt ihr auch gerne einladen natürlich und immer da sein. Und ihr könnt auch am YouTube-Channel ein bisschen beteiligt sein bei den Umfragen, die ich mache, mir Tipps geben, mit mir chatten und einfach mit einer coolen Truppe unterwegs sein und zeitgleich über den Dezember immer mal wieder coole Game Keys gewinnen. Unter anderem sind da ja ein paar kleinere Spiele bei, aber auch größere, ältere und neuere. Unter anderem gibt's bald XCOM 2 mit den ganzen Paketen. Es gibt Jurassic World Evolution, Rise of Industry zum Beispiel kommt noch. Es kommt sogar noch kommen auch ein paar größere Titel, sind auch noch mit im Gespräch, die ganz zum Schluss am 24. kommen. Da kann man als Beispiel Tropico 6, die El Presidente Edition ankündigen. Man kann auch vielleicht einfach mal Dragon Quest 11 ankündigen. Sowas zum Beispiel haben wir auch für euch. Vielleicht schlummert sogar spontan Cyberpunk noch mit, je nachdem wie mein Dezember läuft. Und das waren nur ein paar Spiele. Da war auch noch Darksiders 3 mit dabei, Planet Coaster, Legend of Heroes Cold Steel 1, Driftland, The Magic Revival, Iron Dagger, Autonauts, Railway Empire, Minecraft, alles dabei. Und wenn ihr mitmacht, könnt ihr immer jeden Tag was gewinnen. Das ist schon mal das allererste, was ich euch so mitteile, bevor ich dann ja, euch in die nächsten Tage leite, loslasse sozusagen auf diesen Dezember. Und das Schöne ist einfach nur, dass es, wie gesagt, täglich den Key zu gewinnen gibt. Und dann gibt es noch zu den Adventstagen und Weihnachten speziell mehrere Keys an einem Tag. Da könnt ihr vielleicht sogar ja auch sehr aktiv sein und dann vielleicht den einen oder anderen Key abgreifen. Jeder von euch kann mindestens einen gewinnen, dann, wenn ihr mitmacht und gezogen werdet. Es ist nicht so, dass wenn es 100 Leute mitmachen, auch 100 Leute einen Key kriegen, aber die Chancen sind natürlich im Discord recht groß, weil auf dem Discord sein erfordert etwas mehr Fleiß, als nur unter einem YouTube-Video einen Daumen zu posten oder was weiß ich. Das heißt, auf dem Discord werdet ihr fündig. Da werdet ihr auch geholfen, wie das läuft, im Weihnachtsspecial und so weiter und so fort. Und zusätzlich gibt es noch was ganz Spezielles für alle Kreativen unter euch. Denn man kann auch was ganz Besonderes gewinnen, wenn man eine Geschichte schreibt oder ein Bild malt oder zeichnet oder erstellt. Da als Info, Voraussetzung für die Geschichte, um etwas Spezielles zu gewinnen, also dann sollte man eine Geschichte schreiben, zur Intro-Story zu einem Spiel, welches ich gespielt habe oder welches derzeit aktuell gespielt wird. Das heißt, da könnt ihr euch in 150 bis 300 Wörtern verewigen. Schreibt eine schöne Background-Story dazu. Schreibt irgendwas Cooles, was gerade so bei diesem Spiel passiert ist, wo eure Figur sozusagen mit drin war oder ein Geschehen passiert ist. Da könnt ihr euch kreativ auslassen. Und da wird natürlich auch eine sehr, sehr schöne, also gute Geschichte auch stärker gewürdigt als, sagen wir, eine mit Hans ging zum Bäcker und sah einen Roboter, der gerade gegen einen anderen kämpfte. Punkt. Das wollen wir nicht. Aber richtig schöne, geile Geschichten werden auf jeden Fall gepusht von uns. Und da können auch einige Gewinne bei ausgeschüttet werden. Und zum Thema Bildzeichnen. Vielleicht haben einige ein Graphic-Tablet zu Hause oder einen Scanner.
Und dann könnt ihr ein schönes weihnachtliches Thumbnail für mich erstellen. Für den Kanal und für das Spiel. Das nehmen wir an, ihr macht einen schönen Thumbnail für Kerbal Space Program oder was ihr da noch so alles findet bei mir. Ihr könnt auch gerne Spiele nehmen, die ich mal gespielt habe. Da habe ich kein Problem mit. Wer weiß, ob dann auch mal wieder das ein oder andere Spiel mit diesem Thumbnail eröffnet wird. Also wenn ihr meint, Castle Story hätte ein besseres Thumbnail von euch verdient, dann könnt ihr das auch einschicken. Memes sind ebenfalls gestattet. Da könnt ihr euch auch austoben. Und da werden auch einige Bilder dann von uns mit dem einen oder anderen Preis überhäuft. Sagen wir es mal so. Mal gucken, ob wir vielleicht sogar dann noch so weit gehen, dass wirklich, wirklich tolle Leistungen, vielleicht mache ich da sogar noch was Privates, Channel-mäßiges draus, dass ich denjenigen frage, wenn er mir seine Adresse oder diejenige seine Adresse gibt, ob ich dann da vielleicht noch irgendwie eine Kleinigkeit hinzulege oder so. Muss ich mal gucken. Vielleicht finde ich da ja noch was. Ja, und das sind so die Sachen. Also, wie gesagt, ihr habt jetzt die Möglichkeit. Unten auf den Link, rauf auf den Discord, macht bei den Gewinnspielen zu Weihnachten täglich mit. Habt Spaß im Dezember, wenigstens in dieser furchtbaren Phase, in der wir alle derzeit sind. Und zusätzlich könnt ihr euch kreativ mit Geschichte oder Bild verewigen. Dazu werdet ihr auch dementsprechend von den Supportern, Projektleitern oder Administratoren vor Ort immer informiert. Die könnt ihr alle anschreiben. Das ist kein Problem. Jeder, denke ich, ist da in der Weihnachtszeit für euch da. Und das gilt natürlich auch für alle Aktiven, die auf dem Discord sind. Also ihr auch. Na? Nicht, dass ihr ausgeschlossen seid. Ihr seid ja schon drauf in der Quelle der Chat-Weihnachtsträume. Da könnt ihr euch ja natürlich auch alle mitmachen. Und ich hoffe auf eine rege Beteiligung, wünsche euch wunderschöne Tage und ich bin noch weiter beim Umziehen und gesund werden und wir sehen uns dann bald. Dann geht's auch weiter mit den Videos. Macht's gut und bis bald auf dem Discord. Tschüss!